Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir im Bundestag über das Thema Flucht und geflüchtete Menschen debattieren, dann befällt einige von uns eine sonderbare Schicksalsergebenheit. Gerade so, als würden uns die Menschen, die bei uns hier in Europa und Deutschland Schutz suchen, von einer höheren Macht geschickt. Aber diese Menschen, sie kommen nicht einfach so. Sie kommen nicht ohne Grund. Sie kommen auch nicht aus böser Absicht oder mit der Aussicht auf ein bisschen Taschengeld. Sie kommen, weil ihnen das Überleben in ihrem Heimatland unmöglich ist oder weil das Leben dort unerträglich geworden ist. Dennoch diskutieren einige Flucht, also das erzwungene Verlassen der Heimat, als etwas, das mit uns in Europa gar nichts zu tun hat, und tun so, als ob wir als Europäer dafür keinerlei Verantwortung trügen. Stattdessen werden in der Debatte vor allem Maßnahmen ins Spiel gebracht, die nicht die Ursachen der Flucht in den Vordergrund rücken, weil wir da ja vermeintlich nichts dazu können, sondern es hagelt täglich Vorschläge, die rein auf Abschreckung, auf Abschottung und Grenzschließung setzen. Wenn wir uns allein anschauen, wie lange sich die Debatte um das Thema Obergrenze schon zieht oder um die Aussetzung des Familiennachzugs oder um Transitzonen, oder wenn wir daran denken, an den Kotau vor einer Regierung in Ankara, die tagtäglich die Menschenrechte mit Füßen tritt, die die Pressefreiheit hinter Gittern sperrt, die de facto einen Bürgerkrieg in kurdischen Städten führt. Oder wenn wir an die militärische Abschottung im Mittelmeer denken, vielleicht bald auch auf libyschem Boden. Oder wenn wir an Valletta denken, wo es eine Kooperation sozusagen diskutiert worden ist oder auf den Weg gebracht worden ist mit Unrechtsregimen wie Eritrea. Einmal mehr wird deutlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn aus innenpolitischen Erwägungen außenpolitische Entscheidungen getroffen werden, bei denen Abschottung das Richtmaß ist, dann ist es auch nur logisch, wenn mit dem Etikett sicherer Herkunftsstaat Realität politisch umdefiniert wird, sogar in Ländern wie Afghanistan, wie in der Türkei oder wie im Kosovo. Und es steht zu befürchten, dass auch heute diese Logik beim Europäischen Rat nicht durchbrochen wird. Doch ein Europa der Zäune, ein Europa der Mauern, das ist kein Europa, das ich mir vorstellen mag. Es ist ein Europa, das wir vor 25 Jahren hinter uns gelassen haben und zu dem wir niemals wieder zurückkehren wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Abschottungspolitik, sie ist im Kern nichts anderes als das Gegenteil eines, ich zitiere, humanitären Imperativs, der uns in Europa doch leiten sollte. Nein, die Flüchtlinge sind doch nicht aus der Welt, nur weil wir sie abfangen lassen. Ihr Leid wird doch nicht erträglicher, nur weil wir sie durch einen Zaun betrachten. Vor allem, egal wie viele Patrouillenboote wir ins Mittelmeer verlegen, egal wie hoch wir die Mauern der Festung Europa noch ziehen, sie werden uns nicht vor unserer eigenen Verantwortung schützen. Und diese Verantwortung bedeutet, die Fluchtursachen und nicht Flüchtlinge zu bekämpfen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann darf es halt auch nicht beim Sonntagssprech bleiben. Dann müssen wir an die Wurzeln gehen, anstatt weiter nur an den Symptomen herumzudoktern. Und genau da setzen wir mit unserem Antrag zu den Fluchtursachen an. Wir legen einen umfassenden Text vor, der in allen relevanten Politikbereichen aufzeigt, was sich tatsächlich ändern muss, wie die europäische Politik sich ändern muss und wie auch wir selbst uns ändern müssen, wenn wir verhindern wollen, dass immer mehr Menschen aus ihrer bisherigen Heimat fliehen müssen in einer Welt, in der es keine Inseln der Glückseligkeit mehr gibt, weil die Krisen global sind und weil diese Krisen inzwischen auch bei uns ankommen. Wir definieren mit diesem Antrag unsere eigene Verantwortung für das globale Flüchtlingsdrama
und liefern damit den aufrichtigen Versuch einer wirksamen Bekämpfung von Fluchtursachen im Bereich Krieg und Unterdrückung, bei Diskriminierung, Repression und Ausgrenzung, gegen Armut und Zukunftslosigkeit, im Bereich Umwelt und Klima und im Bereich der humanitären Hilfe und auf dem Weg hin zur legalen Einwanderung. Das heißt dann sehr konkret Schluss mit der derzeitigen Rüstungsexportpolitik, die weltweit gerade auch die Länder mit Waffen versorgt, die mit die Hauptverursacher von Flucht sind, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, dieser Exporteur der Wahhabismus-Ideologie, aus der sich der islamistische Fundamentalismus speist, wie Katar, die Daesh aufpäppeln, denen wir aber immer noch den roten Teppich ausrollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Fluchtursachen bekämpfen heißt für uns aber auch, keinen unfairen Freihandelsabkommen wie TTIP oder CETA zuzustimmen, die die Menschen in Afrika ausgrenzen, die sie noch weiter abhängen und ihre Entwicklungen hemmen. Es heißt, keine europäischen Billighähnchenschlägel auf die Märkte von Ghana, keine Fischtrawler vor den Küsten Senegals. Es heißt, gegen das Landgrabbing internationaler Konzerne endlich wirkungsvoll vorzugehen, weil es im wahrsten Sinne des Wortes Lebensraum zerstört und den Menschen ihre Heimat raubt. Es heißt, die Finanzierungsversprechen im Bereich globale Gerechtigkeit endlich einzuhalten. Es heißt, die systematische Diskriminierung von Minderheiten wie den Roma zu beenden. Und es heißt vor allem auch, ernst zu machen mit echtem Klimaschutz statt einer Rolle rückwärts in die Kohlegrube. Die Beschlüsse von Paris, die machen Mut. Doch wenn es uns nicht gelingt, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten, dann werden global in einem Ausmaß Lebensräume zerstört, die mit den heutigen Fluchtbewegungen überhaupt nicht vergleichbar sein werden. Das Thema Klimaflucht macht wie unter einem Brennglas sichtbar, was unser Lebenswandel in der industrialisierten Welt global ausrichten kann oder schon ausrichtet. Und diese Gefahr, sie bedroht uns nicht erst in fernen Zeiten. Wir können es heute doch schon sehen, wenn wir nach Bangladesch blicken oder wenn wir auf die pazifischen Inseln schauen. Und eines noch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es darf doch nicht sein, dass offenbar Milliarden dafür sind, die Regierungen Afrikas für Rückführungen zu ködern, Schiffe zu versenken im Mittelmeer, während dem Welternährungsprogramm und dem UNHCR die Gelder fehlen. Und deshalb müssen die Aufnahme- und Transitländer bei der Unterbringung, bei der Versorgung der Geflüchteten viel, viel stärker unterstützt werden. Neben den humanitären Fragen, neben sicheren Fluchtwegen über humanitäre Visa und großzügige Resettlement-Kontingente sind schließlich auch legale Migrationsmöglichkeiten über ein Einwanderungsgesetz längst überfällig. Doch dafür muss man ein solches Gesetz dann eben auch im Bundestag vorlegen, liebe Kollegen von CDU und von SPD, anstatt sie nur in Parteitagsbeschlüsse zu schreiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit unserem Antrag wollen wir die Fluchtursachen nicht nur bereden, sondern sie wirklich beheben. Und wir wollen sofort damit anfangen, denn die Menschen in Not, sie können nicht länger warten. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ein kurzer Entwurf für eine bessere Welt. Das war Claudia Roth, Bundestagsvizepräsidentin. Jetzt das Ergebnis der namentlichen Abstimmung. Zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der NATO-geführten Operation Active Endeavour bekannt. Abgegebene Stimmen 601. Mit Ja haben gestimmt 467. Mit Nein haben gestimmt 133. Enthaltungen 1. Damit ist die Beschluss. Also das sind ziemlich genau die Machtverhältnisse im Deutschen Bundestag. Die Opposition hat halbwegs geschlossen gegen diese Verlängerung gestimmt, mit einigen Ausnahmen. Jetzt geht es weiter in der Debatte Fluchtursachen bekämpfen. Roderich Kiesewetter für die CDU-CSU-Fraktion. Kolleginnen und Kollegen, meine
Sehr geehrten Damen und Herren, in den letzten beiden Jahren hat die Gleichzeitigkeit von Krisen zu beispiellosen Schicksalen und millionenfacher Flucht geführt. Wir werden kurz- und mittelfristig die eine oder andere Herausforderung in der Ukraine oder ganz frisch jetzt auch in Libyen sicherlich mit diplomatischen Mitteln lösen können. Aber angesichts der millionenfachen Flucht weltweit müssen wir uns im Klaren sein, dass es sich hier um eine Generationenaufgabe handelt, die von den beiden Anträgen, die wir heute hier beraten, nur teilweise behandelt wird. Ich möchte das anhand von 4, 5 Trends aufzeigen, die eine erhebliche Rolle bei den Fluchtursachen spielen. Erstens den demografischen Wandel. Ich nenne nur das Stichwort Afrika. Wir erwarten eine Verdoppelung der afrikanischen Bevölkerung bis zum Jahr 2050, also binnen einer Generation. Und zurzeit sind dort bereits rund 17 Millionen Menschen auf der Flucht. Zweitens nenne ich die zunehmende Intensivierung von Religionskriegen, beispielhaft hier der Streit zwischen Schiiten und Sunniten, der blutig ausgetragen wird, auch in Stellvertreterkriegen. Und das ist etwas, was unbedingt in den Regionen und aus den Regionen herausgelöst werden muss. Aber wir sind unmittelbar davon betroffen. Drittens erleben wir den Klimawandel. Darüber hat die Kollegin Roth eben gesprochen. Und viertens, die Kluft zwischen reichen und armen Staaten nimmt nicht ab. Gleichwohl hat die Weltbank in der vergangenen Woche sehr deutlich gemacht, was sich in den letzten 25 Jahren dank Globalisierung und Entwicklungszusammenarbeit getan hat. Der Anteil der ärmsten Menschen auf der Welt ist von etwa 30% im Jahr 1990 auf jetzt etwa 10% gesunken. Trotzdem darf das uns den Blick nicht verstellen. Es sind immer noch 800 Millionen Menschen, die zu den ärmsten dieser Weltgemeinschaft zählen. Und hier haben wir viel zu tun. Ich habe aber vielfach den Eindruck, und der Wissenschaftler Herfried Münkler hat das in den letzten Wochen immer wieder deutlich gemacht, ich habe vielfach den Eindruck, dass wir an den sozialen Folgen von Entwicklungen arbeiten, aber wenig dazu tun, die Entwicklungen selbst zu gestalten. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, als Bundesrepublik Deutschland und als Europäische Union mitzuwirken, dass wir selber aktiv werden und nicht gestaltet werden und nicht immer nur an den Folgen arbeiten. Deshalb ist es gut, dass die Bundesregierung insbesondere im Auswärtigen Amt an den Fluchtursachen auch durch Prävention arbeitet, durch eine Umorientierung des Auswärtigen Amtes. Deshalb ist es auch gut, dass wir in der Bundesregierung einen verzahnten Ansatz zwischen Entwicklungszusammenarbeit, Außen- und Sicherheitspolitik erleben. Und wir merken ja sehr deutlich, wie eng Außen- und Innenpolitik zusammenhängen. Deswegen möchte ich gerne 4 Bereiche aufzeigen, wo wir uns bei der Fluchtursachenbekämpfung intensiver kümmern müssen. Erstens geht es aus meiner Sicht darum, die illegale Migration nach Europa zu begrenzen. Der Historiker Heinrich August Winkler hat unlängst im Sommer deutlich gemacht, dass es ein legitimes deutsches Interesse ist, die illegale Migration zu begrenzen. Ich möchte sagen, es ist ein Interesse Europas, die illegale Migration zu bekämpfen, um uns stärker um diejenigen zu kümmern, die Asylgründe haben, um uns stärker um diejenigen zu kümmern, die schutzbedürftig sind und um dem Schlepperhandwerk das Handwerk zu legen. Das müssen wir leisten. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir in La Valletta nicht nur die Fluchtursachenbekämpfung angesprochen haben, sondern in La Valletta auch sehr deutlich Möglichkeiten zur legalen Migration nach Europa angesprochen wurden. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir die sogenannte Festung Europa, die Kollegin Roth angesprochen hat, vermeiden wollen, dann brauchen wir auch innerhalb, und das ist mein zweiter Punkt, innerhalb unserer europäischen Gesellschaften die Bereitschaft zur Aufnahme, die Bereitschaft, Ursachen zu bekämpfen, die Bereitschaft, humanitäre Hilfe zu leisten, die Bereitschaft, darüber nachzudenken, dass Europa gemeinsam eine Lösung anstreben muss. Und wir müssen deshalb die Renationalisierungsbestrebungen, wie wir sie mit Sorge in unseren Nachbarländern beobachten, die Renationalisierungsbestrebungen massiv angehen, auch indem wir es klar ansprechen und auch indem wir konstruktive Vorschläge machen. Und hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das Ziel sicherlich,
dass wir zu einer besseren Aufnahmebereitschaft in Europa kommen. Ein schwieriger Weg, aber das muss innerhalb des nächsten Jahres gelingen. Denn die Flüchtlinge werden nicht warten, bis wir Europäer uns geeinigt haben. Parallel, und das wird sicherlich die ein oder anderen Staaten überzeugen an der Peripherie Europas, Mitglieder der Europäischen Union, sollten wir alles tun, dass die Flüchtlinge in den Ländern, die unmittelbar an die Krisenzonen angrenzen, bessere Lebensbedingungen haben. Das bedarf hoher finanzieller und hoher fachlicher Unterstützung. Wir werden uns darauf einstellen müssen, in der Entwicklungszusammenarbeit, in der Gesundheitsversorgung, in der Betreuung, auch in der psychosozialen Beratung, viel stärker in diesen Regionen aktiv sein zu müssen. Und deshalb finde ich es auch sehr gut, wenn ich das sagen darf, dass auf dem Bundesparteitag der CDU diese Woche nicht nur über Begrenzung gesprochen wurde bei Flüchtlingen, sondern auch ein Aufruf an die Gesellschaft zu mehr Freiwilligendienst, zu mehr Bereitschaft zum Freiwilligendienst entschieden wurde, einstimmig 400.000 junge Menschen sich einzubringen in Freiwilligendienst für Betreuung, für Unterstützung, für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Kiesewetter, darf ich Sie kurz unterbrechen? Die Kollegin Hensel hat darum gebeten, Ihnen eine Zwischenfrage stellen zu dürfen. Das wäre eine Überraschung, wenn es keine wäre. Ja, bitte. Bitte schön, Frau Kollegin Hensel. Aber die Zeit läuft ziemlich lange weiter. Ja. Dankeschön, Frau Präsidentin. Herr Kiesewetter, ich möchte jetzt wirklich noch mal bei Ihnen nachfragen, weil Sie machen jetzt genau wieder dieses üble Spiel, das wir hier die ganze Zeit erleben von Ihrer Fraktion. Wir sprechen hier über Fluchtursachen und wir sprechen von Menschen, die auf der Flucht sind. Und Sie sprechen jetzt von illegaler Migration. Jetzt sagen Sie mir mal bitte, Menschen, die auf der Flucht sind, welche legalen Einreisewege in die Europäische Union haben denn diese Menschen? Wenn ich auf der Flucht bin, fliehe ich und muss mich in ein anderes Land retten und stelle dort einen Antrag auf Asyl. Das ist unser Grundgesetz. Und Sie führen nämlich ständig dieses Wort der illegalen Migration, der irregulären Migration hier an, anstatt sich mit Fluchtursachen zu beschäftigen. Sie bekämpfen eigentlich damit genau wieder wie immer Flüchtlinge und Fluchtoptionen. Und deswegen meine Frage für Menschen auf der Flucht, was haben Sie diesen Menschen anzubieten? Was haben Sie ihnen anzubieten? Wir erleben doch, dass Tausende im Mittelmeer ertrinken, weil es keine legalen Einreisewege gibt. Das ist ja genau der Punkt. Und genau deshalb müssen wir der illegalen Migration das Handwerk legen, insbesondere den Schleppern. Wir wollen große Aufnahmezentren, ich mag den Begriff Hotspots nicht so, wir wollen große Aufnahmezentren, wo die Flüchtlinge legal aufgenommen werden können. Zweitens wollen wir den Schleppern schlichtweg das Handwerk legen, indem wir deren Netzwerke aufklären. Und drittens wollen wir, und das ist in La Valletta sehr deutlich geworden, und im Übrigen hat die Bundesrepublik dort sich sehr stark dafür eingesetzt, dass wir legale Einwanderung für Menschen mit entsprechendem Hintergrund nach Europa ermöglichen wollen. Wir wollen doch geradezu verhindern, dass die Menschen nach Europa nur über das Thema Asyl kommen, sondern dass sie qualifiziert und dass sie auch auf sicheren Wegen kommen, damit es eben nicht auf Dauer dieses Milliardenhandwerk gibt, das zusätzlich noch den Terror von IS und anderen gewaltbereiten Terrororganisationen unterstützt. Darum geht es, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das führt mich zu einem weiteren Punkt. Wenn es uns also gelingt, die Aufnahmebereitschaft innerhalb der Europäischen Union auszugleichen, wenn es uns gelingt, ein Klima der Hilfsbereitschaft zu schaffen, wenn es uns gelingt, das, was in Deutschland beispielhaft im Ehrenamt geleistet wird, und es uns auch gelingt, den Freiwilligendienst in dieser Richtung auszubauen, dann sind wir in diesem Bereich nicht nur Vorbild für andere Staaten der Europäischen Union, sondern wir zeigen damit auch die Solidarität, die notwendig ist, und auf der anderen Seite zeigen wir Staaten, die weniger aufgeschlossen mit Flüchtlingen innerhalb der EU umgehen, wie man es anders machen kann. Und deshalb sage ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eine gemeinsame Anstrengung, die wir brauchen. Und dann haben wir, und das führt mich jetzt zu den eigentlichen Punkten der Fluchtursachenbekämpfung, auch die Chance,
dass die Europäische Union stärker mit den Vereinten Nationen zusammenarbeitet, dass die Europäische Union aktiv mitwirken kann an der Gestaltung an den Außengrenzen. Denn wo wären wir denn, wenn wir dem Antrag der Linken folgen würden, mit Blick auf Afghanistan? Da würden die Taliban noch regieren. Wo wären wir in Serbien? Da würde Milosevic noch regieren. Wo wären wir mit Blick auf die Peschmerga? Da wären die Jesiden längst schon im Völkermord untergegangen. Wir müssen also auch aktiv eingreifen. Und eine Kollegin hat das heute in einer besonderen Stellungnahme sehr gut dargestellt, dass es notwendig ist, einzugreifen. Und deshalb brauchen wir in der Europäischen Union etwas mehr Mut, nicht nur an den sozialen Folgen von Entwicklungen zu wirken, sondern mitzugestalten. Und da geht es, und das spreche ich ganz offen an, bis hin zu Fragen eines notwendigen Regimewechsels, wenn die Regime Völkermord unterstützen, Minderheiten unterdrücken und mit Gewalt ihre eigene Bevölkerung unterjochen, wie wir das in Syrien beispielhaft und bitter erleben. Liebe Herr Kolleginnen Kollege und Kollegen. Kiesewetter, ich wollte Ihnen noch mal eine Chance zu einer Pause geben. Die Kollegin Renate Künast hat um eine Zwischenfrage gebeten. Gestatten Sie die? Wir wollen ja eine lebhafte Debatte. Gerne. Doch jetzt. Also, Herr Kiesewetter, wo wir doch schon mal gerade über Fluchtursachen reden, wo will ich mal sagen, dass meiner Meinung nach sowas wie Bundesfreiwilligendienst oder so keine Fluchtursache ist. Und deshalb würde ich gerne über Sie fragen, ob Sie auch noch zu einem anderen Thema kommen und Sie bitten dazu, inhaltlich was zu sagen. Ich persönlich halte ja für Fluchtursachen zum Beispiel unsere europäische und internationale Fischerei- und Agrarpolitik. Also der Raubbau, das Landgrabbing, wo das Ackerland den Menschen dort nicht gehört, sondern dort Futtermittel oder Gemüse, damit wir es ganzjährig in Europa essen können, angebaut wird und dieses gute Ackerland nicht für die Ernährung der Menschen vor Ort benutzt werden kann. Oder dass die großen Fischtrawler an den Küsten Westafrikas die Meere leerfischen, sodass die Fischer selber vor Ort ihren Lebensunterhalt durch Fischerei gar nicht mehr sichern können und den ihrer Familie. Ich dachte eigentlich, dass das Fluchtursachen sind. Und sind Sie bereit, neben dem Bundesfreiwilligendienst und ähnlichen Dingen auch darüber zu diskutieren und die Frage zu stellen, ob wir unsere Art, uns zu ernähren, Fischerei und Agrarpolitik zu betreiben, vielleicht auch verändern müssen, um die zentrale Ursache für Flucht, nämlich Hunger und fehlende Lebensperspektive, also da irgendwas zu tun. Ich glaube, dass das der Ausgangspunkt ist. Ich glaube, Frau Kollegin Künast, Sie haben mich sehr wohl verstanden. Ich habe sehr klar gemacht, dass wir auch gesellschaftliche Voraussetzungen für mehr Aufnahmebereitschaft und Hilfsbereitschaft brauchen. Deswegen gehe ich darauf nicht mehr ein. Und wir wollen auch nicht unserer Bevölkerung vorschreiben, da sind Sie ja im letzten Bundestagswahlkampf dran gescheitert, vorschreiben, wie man leben soll, sondern wir wollen das aus Einsicht erreichen. Und das führt mich wirklich, aber Sie haben mir da die Brücke gebaut, Frau Künast, und insofern danke ich Ihnen auch, das führt mich eben zu dem anderen Punkt. Uns muss es darum gehen, dass wir um Europa herum einen Ring stabiler Staaten haben, die in der Lage sind, die Flüchtlinge in der Region, in den Regionen aufzunehmen. Wir müssen uns dort engagieren, um Wertschöpfungsketten zu schaffen. Wir müssen unsere Agrarmärkte öffnen, um die Agrarentwicklung im nördlichen Afrika, da bin ich mit Ihnen völlig d'accord, zu beflügeln und nicht unsere Fördermittel so zu gestalten, dass die Exportmittel dazu führen, dass landwirtschaftliche Entwicklung im nördlichen Afrika im Keim erstickt wird. Da sind wir völlig einig. Das bedeutet auch eine Änderung unserer Agrarpolitik im nördlichen Afrika, eindeutig. Aber letztlich, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie hatten die Gelegenheit. Letztlich, meine sehr geehrten Damen und Herren, geht es um drei Dinge. Erstens, die Europäische Union muss stärker mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten. Die Europäische Union muss in ihrem Umfeld für Stabilität sorgen. Das ist insbesondere durch gute Beispiele der Entwicklungszusammenarbeit deutlich geworden. Gerade das BMZ unterstützt Bildungsprojekte im Libanon, in Jordanien, in Syrien und in der Türkei. Zweitens müssen wir uns ganz stark engagieren in den Ländern um Syrien herum. Das bedeutet insbesondere auch im Libanon und Jordanien. Und drittens sollten wir die Prozesse, die die Bundesregierung gerade in Wien und in Rom unterstützt, nämlich die libysche Einheitsregierung und eine Entwicklung, die alle Konfliktparteien in Syrien und Irak an einen Tisch bringt, nämlich die Wiener Verhandlungen, sollten wir massiv unterstützen. Deshalb wäre der richtige Beitrag zur Fluchtursachenbekämpfung in jedem Falle ein stabiles Umfeld um Europa
und die Bereitschaft, dort zu helfen im Auftrag der Vereinten Nationen, wo die Europäische Union mehr leisten kann als andere. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Roderich Kiesewetter war das für die CDU-CSU-Fraktion. Zweimal unterbrochen von Zwischenfragen, einmal aus der Linksfraktion, einmal von den Grünen. Jetzt geht es weiter mit Katja Kipping. Sie gehört der Linksfraktion an und ist Vorsitzende der Linkspartei. Wenn Sie dem sogenannten Schlepperwesen wirklich die Geschäftsgrundlage entziehen wollen, gibt es ein ganz einfaches Mittel. Schaffen Sie einfach legale Flucht- und Einreisemöglichkeiten. Ich sage Fern statt Frontex. Zum Thema Fluchtursachen. Wer Waffen in alle Welt verkauft, braucht sich nicht wundern, wenn diese Waffen anderswo Menschen in die Flucht treiben. Ja, Waffenexporte, das sind Fluchtursachen made in Germany, und damit müssen wir aufhören. Und nun werden Sie womöglich einwenden, dass wir in Länder, aus denen gerade besonders viele Menschen fliehen, ja gar keine Waffen direkt verkauft haben von Deutschland. Ja, die Wege der Waffengeschäfte sind oft verschlungen. Wir haben weltweit einen Schwarzmarkt für Waffen, und der größte Teil, der dort gehandelt wird, waren einst sogenannte legale Waffen. Im Laufe der Jahre wurden sie aber, sei es durch Korruption, durch Diebstahl, durch politische Umbrüche oder anderes, illegale und gingen auf den Schwarzmarkt und fanden so ihren Weg in die verschiedenen Kriegsgebiete. Und die einzige Möglichkeit, diesen Schwarzmarkt an Waffen auszutrocknen, besteht darin, die ursprüngliche Quelle trockenzulegen, den legalen Waffenwandel. Und deswegen sagen wir als Linke ganz klar, Fluchtursachen bekämpfen heißt auch, alle Rüstungsexporte sofort zu stoppen. Wenn wir über Fluchtursachen reden, wissen wir, es gibt Bereiche, wo wir mehr Geld in die Hand nehmen müssen, zum Beispiel bei den Flüchtlingscamps der UN. Jedoch heißt Fluchtursachen bekämpfen auch, einfach das Falsche, das für die Entwicklungsländer Schädliche zu unterlassen, zum Beispiel Landgrabbing. Der Begriff Landgrabbing beschreibt eine sehr fragwürdige Praxis der Landaneignung. Demnach verkaufen lokale Machthaber Land an internationale Konzerne, Banken und Fonds, allerdings ohne Rücksicht zu nehmen auf die Familien, die auf diesem Land seit Jahren leben und es bewirtschaften. Und wir reden hier nicht über eine kleine Dimension, sondern Schätzungen zufolge hat Landgrabbing eine Größenordnung von 50 Millionen bis 220 Millionen Hektar. Und nur mal zum Vergleich, die gesamte EU verfügt über Ackerland in einer Größenordnung von 180 Millionen Hektar. Also wir reden hier über eine große Dimension. Und infolge von Landgrabbing, von Landraub, verlieren Familien ihre Lebensgrundlage und haben oft nur die Wahl zwischen einem Leben in Slums oder der lebensgefährlichen Flucht. Wenn wir also uns dafür einsetzen, deutschen Firmen und Banken, ja europäischen Firmen und Banken, die Beteiligung an dieser Form von Landraub zu verbieten, dann tun wir etwas Richtiges, um Not in anderen Ländern abzubauen. Der Flüchtling Jan aus Kongo, dessen Familie selber Opfer von Landraub wurde, hat für einen Dokumentarfilm die Situation in seiner Heimat, wie ich finde, sehr treffend auf den Punkt gebracht. Er sagt, ihr nehmt uns unsere Lebensgrundlage, weil ihr unsere Rohstoffe ausbeutet. Und unsere Regierung nehmt uns unsere Zukunft, weil sie nicht auf Bildung setzen, sondern Raffgier vorleben. Zitat Ende. Ich finde, das ist eine sehr treffende Beschreibung für die Komplizenschaft von westlichen Konzernen mit Machthabern vor Ort. Und nun gibt es ganz konkrete Schritte, die wir tun können, um Fluchtursachen abzubauen. Wir schreiben darüber in unserem Antrag. Ich finde aber auch, dass wir grundsätzlich die Augen nicht vor einer Tatsache verschließen können. Unser Wohlstand hier basiert auf einer Ausbeutung dort. Wer flüchtet denn schon freiwillig? Frau Kollegin Kipping, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Huber? Mit Vergnügen. Frau Kollegin Kipling, ich fühle mich geehrt. Sie hatten von Landraub gesprochen, auch unter anderem über das Engagement von Rohstoffkonzernen in Afrika. Sie haben von Rohstoffausbeutung gesprochen, auch in Bezug auf den Kongo. Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Und jetzt haben Sie in diesem Kontext auch natürlich einen Antrag für die verbindliche Zertifizierung von Rohstoffen hier im Ausschuss eingebracht. Ich bin jüngst im Kongo gewesen. Ich habe mich unterhalten mit Bergbauarbeitern. Es gibt ein Äquivalent zu diesem Antrag, den Sie eingereicht haben. Das ist der Dodd-Frank Act, Artikel 1509, denke ich. Es ist Folgendes aus Lessons Learned. Wenn es die gegeben hätte für Sie,
hätten Sie feststellen müssen, dass allein in der Region Katanga 400.000 Minenarbeiter, also kleine Bergbauarbeiter, ihren Arbeitsplatz verloren haben zugunsten von multinationalen Konzernen. Also mir erschließt sich hier die Logik nicht, dass Sie auf der einen Seite sagen, Bergbauerntum, das Kleinbergbauerntum, Leute sollten ihre Arbeitsplätze behalten, Fluchtursachen bekämpfen und auf der anderen Seite unterstützen Sie gewollt oder nicht eine Strategie genau der multinationalen Konzerne, damit Leute ihr Land verlieren und damit sie Arbeitsplätze verlieren. Jetzt frage ich mich, wie kommt diese Logik zustande? Dasselbe lässt sich natürlich auch übertragen in Bezug auf, wo Sie sagen, immer diese Diskussion anregen mit den Kleinbauern. Herr Kollege Huber, eine Also meine Frage noch mal genau formuliert. Wie ist die Logik, die Sie uns hier versuchen zu offenbaren, dass Sie sagen, Sie unterstützen hier im Prinzip die kleinen, den kleinen Mann, wo Sie wirklich indirekt eigentlich in der praktischen Auswirkung die multinationalen Konzerne unterstützen? Haben Sie das genau evaluiert? Ja, sehr geehrter Herr Huber, ich bin Ihnen sehr dankbar, weil ich in 4 Minuten gar nicht im Detail die Kritik der Bundesregierung so kritisch würdigen konnte, wie Sie das getan haben. Sie sind ja Mitglied der Regierungsparteien und Sie wissen, dass die Außenpolitik auch der Einsatz für entsprechende bilaterale oder internationale Abkommen, zum Beispiel um die Beteiligung an Landgrabbing zu unterbieten, in den Händen der Bundesregierung liegt, auf die Sie ja womöglich sogar Einfluss haben. Bisher hat das die Regierung nicht gemacht und will auch noch mal darauf hinweisen, dass meine Fraktion beispielsweise sich auch sehr dafür eingesetzt hat im Entwicklungsausschuss, dass die Praxis der DEG, der Entwicklungsgesellschaft, stark einer kritischen Würdigung unterzogen wird, weil sie ja genau auch im Kongo multilaterale oder multinationale Konzerne unterstützt hat beim Landgrabbing, wo Familien ihre Lebensgrundlage verloren haben. Also ich nehme Ihre Frage eher als eine Kritik der bisherigen Politik der Bundesregierung. Vielen Dank. Also nochmal, unser Wohlstand hier basiert auf einer Ausbeutung dort. Und ich fand, dass die Losung der Refugee-Bewegung das gut auf den Punkt gebracht hat. Wir sind hier, weil ihr unsere Heimat zerstört. Und die vielen, die also in großer Lebensgefahr Grenzen überwinden, führen uns damit die Begrenztheit unserer Art zu wirtschaften und Handel zu treiben vor Augen. Und insofern trägt die Fluchtbewegung auch eine Botschaft nach Europa. So, wie wir wirtschaften, wie wir konsumieren und wie wir Handel betreiben, so kann es nicht weitergehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Rede von Katja Kipping war das für die Linksfraktion. Weiter geht es mit Ute Fink-Krämer für die SPD. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oben auf den Tribünen. Als ich die beiden Anträge, über die wir jetzt hier diskutieren, gelesen habe, hatte ich das Gefühl, ich habe es kurz vor Weihnachten mit Wunschzetteln ohne Priorisierung und ohne Überlegungen dazu zu tun, wie sich die verschiedenen Forderungen eigentlich zueinander verhalten und wie sie umsetzbar sind. In endlicher Zeit aus meiner Sicht wäre weniger mehr gewesen. Ich möchte mit einer Situation beginnen, die für uns alle vertraut klingt. Eine gescheiterte Revolution in mehreren nebeneinander liegenden Ländern. Die Regierungen setzen Militär gegen die Revolutionäre ein. Viele von ihnen fliehen in Nachbarländer, um einer politischen Verfolgung zu entgehen. Und dann, als die Repression in ihren Heimatländern anhält, weiter in ein Land, das seine Grenzen für diese Menschen weit öffnet. Viele von ihnen sind akademisch gebildet, stammen aus wohlhabenden Familien und integrieren sich schnell in die aufnehmende Gesellschaft. Wo Freiheit ist, ist Heimat, ist ihr Grundsatz. Und wer die Staatsbürgerschaft des neuen Heimatlandes erhält, mischt sich als Demokrat kräftig in die Politik ein. Einer von ihnen wird Innenminister. Und spätestens hier ist klar, dass es nicht um den arabischen Frühling geht, sondern um ein historisches Beispiel. Die Rede ist von der gescheiterten Revolution 1848 in Deutschland. Das Zielland waren die USA und der bekannteste 48er, wie sie bis heute genannt werden, der Innenminister wurde, war Karl Schurz. Wenn man Texte über ihn liest, wird er nicht als Flüchtling, sondern als Auswanderer aus deutscher Perspektive oder als Einwanderer
aus US-amerikanischer Perspektive bezeichnet. Nach heutigen Kriterien wären die 48er eindeutig politische Flüchtlinge. Und ein Teil des demokratischen Denkens, was Sie mit in die USA genommen haben, haben wir im 20. Jahrhundert im Dialog mit den USA zurückbekommen. Das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik hat gerade eine kompakte Stellungnahme dazu vorgelegt, was Entwicklungspolitik zur Bekämpfung von Fluchtursachen beitragen kann. Und dabei wird, und das ist für unsere Diskussion wichtig, folgende Definition von Flucht zugrunde gelegt. Flucht ist eine Reaktion auf eine Bedrohung der physischen oder psychischen Integrität, die durch Krieg und Bürgerkrieg, Terror, Gewalt, Repression, Nahrungsmangel oder Naturkatastrophen verursacht werden kann. Der Begriff wird abgegrenzt gegen den Begriff der Migration oder der Aus- und Einwanderung, wie es früher hieß. Auch wenn die Abgrenzung zur Flucht nicht immer eindeutig ist, sollte man von Migration sprechen, wenn Menschen gezielt außerhalb ihrer Heimat nach Möglichkeiten suchen, um ihre sozioökonomischen Lebensbedingungen zu verbessern. Ich bin dem Deutschen Institut für Entwicklungspolitik außerordentlich dankbar dafür, dass es eine klare Definition von Flucht in die aktuelle Debatte um Fluchtursachen einbringt. Denn leider vermischen die vorliegenden Anträge Flucht und Migration und damit auch die Frage nach Flucht- und Migrationsgründen und unsere Debatte darüber, wie wir kurz-, mittel- und langfristig die Zahl der Flüchtlinge, aber nicht unbedingt die Zahl der Migranten auf der Welt verringern können, gewinnt an Schärfe, wenn wir klar definieren. Die meisten Flüchtlinge und intern vertriebenen Menschen kommen aus Regionen, in denen Krieg und Bürgerkrieg herrscht. Sie hoffen auf ein Ende der Gewalt und eine Rückkehr in ihre Heimat. Daher bleiben die meisten im eigenen Land oder in der Region. Um ihnen kurzfristig zu helfen, gibt es drei wichtige Ansätze, und da spielt Außenpolitik eine große Rolle. Da wäre zunächst die Unterstützung von Waffenstillstands- und Friedensprozessen. In der Ukraine und in Libyen ist Deutschland sehr aktiv dabei, solche Waffenstillstandsprozesse als Voraussetzungen für Friedensprozesse zu unterstützen. Auch in Syrien und im Irak spielt Deutschland zumindest auch eine wichtige diplomatische Rolle, unabhängig davon, wie der Einzelne oder die Einzelne von uns über die Militäreinsätze und die Unterstützung durch Waffenlieferungen im Irak denkt. Der zweite wichtige Punkt ist schon angesprochen, kommt auch in beiden Anträgen vor, ist die humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge. Und da hat Deutschland nicht nur die eigenen Mittel deutlich erhöht für den Bundeshaushalt 2016, sondern Deutschland ist auch immer wieder Gastgeber für Geberkonferenzen und bemüht sich darum, dass andere Staaten oder die EU unserem Beispiel folgen. Die Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung der Aufnahmeregionen in einer Form, die den Flüchtlingen und den Aufnahmegemeinden gleichermaßen zugutekommt, wird wiederum nicht nur von der Bundesregierung, also vom BMZ, überwiegend betrieben, sondern auch Kulturinstitutionen, Nichtregierungsorganisationen oder Landesregierungen sind dort aktiv. Ganz aktuell die baden-württembergische mit einem Projekt für die Region Dohuk im Nordiran oder das Deutsche Archäologische Institut, das in Zusammenarbeit mit jordanischen Einrichtungen Qualifizierungsmaßnahmen für syrische Flüchtlinge in den Bereichen Restaurierung und Konservierung anbietet, und zwar in Zusammenarbeit mit jordanischen Handwerkern. Dieses Projekt wird aus Mitteln des Auswärtigen Amtes finanziert. Mittelfristig brauchen wir nicht eine Liste von Einzelmaßnahmen, sondern einen umfassenden Neuansatz für die Regionen, aus denen Flüchtlinge stammen. Dazu bedarf es einen internationalen Ansatzes, in dem alle, die irgendwas dazu beitragen können, von internationalen Organisationen bis zur Zivilgesellschaft in den entsprechenden Ländern etwas beitragen können und den Ansatz mit entwickeln müssen. Und dabei werden nicht nur demokratische und in unserer Sicht voll akzeptable Gesprächspartner dabei sein können, sondern wir werden auch mit Regimen wie dem von Saudi-Arabien oder dem des Iran verhandeln müssen, im Interesse der Menschen, die von Krieg und Bürgerkrieg betroffen sind. Danke. Vielen Dank. Uta Fink-Kremmer war das für die SPD-Fraktion. Weiter geht es jetzt mit Bernd Fabricius, CDU-CSU.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Humanität und Menschenrechte sind Herzstücke unseres Wertekanons. Von diesen Werten haben wir uns in den vergangenen Monaten bei der Aufnahme einer großen Anzahl von Kriegsflüchtlingen leiten lassen, und das ist selbstverständlich auch in Zukunft so. Bereits der Titel des grünen Antrages und die vorherige linke Zwischenfrage insinuieren allerdings allen Ernstes, die Bundesregierung würde Flüchtlinge bekämpfen. Meine Damen und Herren, das ist infam, eine Unterstellung, populistisch und unseriös. Mich besorgt zudem die auch in diesen Anträgen erneut offenkundige Vermengung der Themen Flucht und Vertreibung mit Fragen der einfachen, schlichten Migration. Es sollte aber doch gerade die Aufgabe von verantwortlichen Politikern sein, hier zu differenzieren und deutlich zu trennen. Unser Asylrecht beschränkt sich nicht ohne Grund auf eine klar definierte Personengruppe, nämlich diejenige, die tatsächlich unseren Schutz benötigt, weil sie verfolgt wird. Wann wollen Sie diese Ziele unserer menschenrechtlichen Schutzregularien endlich verinnerlichen? Viele Menschen entscheiden sich aus rein wirtschaftlichen Gründen für eine Migration. Grüne und Linke erkennen das sogar und sprechen es in ihren Anträgen mehrfach an. Die Gründe für diese Menschen, ihre Heimat zu verlassen, meine Damen und Herren, sind oft nachvollziehbar. Das bestreitet doch keiner. Niemand verlässt ohne Grund seine Heimat oder seine Familie. Dennoch ist es unerlässlich, dass diejenigen Menschen, die eine freiwillige Migrationsentscheidung treffen, sich nicht auf unsere Schutzmechanismen für Verfolgte berufen, sondern einen der vielen legalen Einwanderungswege nach Deutschland beschreiten, wenn diese für sie zutreffend sind. Und davon gibt es im Aufenthaltsrecht, meine Damen und Herren, ganze 41 offene Tore, die man gerne nutzen kann. Ich stimme Ihnen ja zu, wenn Sie in Ihrem Antrag sagen, dass Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung bekämpft werden müssen. Da sind wir uns doch alle einig. Wenn sich jedoch einen Mangel in diesem Bereich innerhalb der Europäischen Union als Grund für die Flüchtlingsströme nach Europa ausmachen, dann hat das wirklich nichts mehr mit seriöser Politik oder mit Analysefähigkeit zu tun. Kommen denn die Menschen aus Syrien oder aus Eritrea vielleicht zu uns, weil bei uns die Menschenrechtslage so schlecht ist? Hier würde ich noch mal drüber nachdenken. Die Grünen fordern in ihrem Antrag eine Solidarität aller europäischen Mitgliedstaaten. Das hört sich gut an. Wir fordern diese Solidarität unserer Nachbarn schon lange. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Wir tun dies in dem Wissen, dass wir nicht alle Menschen aufnehmen können, die zu uns kommen wollen. Mit dieser realistischen Einschätzung lässt sich die europäische Solidarität viel eher gewinnen als mit Utopien. Solche verstärken nur die bedauerliche Abwehrhaltung einiger europäischer Nachbarn. Das ist schade und trägt nicht zur Problemlösung bei. Wir müssen Vernunft walten lassen und akzeptieren, dass auch unsere Möglichkeiten nicht unendlich sind. Ein weiterer Punkt in Ihrem Gebaren ist immer wieder verwunderlich. Sie scheinen von bedauerlichen Individualschicksalen beeindruckt, die Herkunftsregionen und deren notwendigen Wiederaufbau in Zukunft völlig auszublenden. Man könnte Ihnen ja fast schon egoistische Interessen zulasten dieser Regionen unterstellen. Geradezu dramatisch ist es, meine Damen und Herren, dass der Exodus ganzer Generationen eine künftige Entwicklung in diesen Herkunftsregionen unmöglich macht. Diese und im Übrigen auch die Heimatverbliebenen verlieren am Ende noch die letzte Perspektive, wenn dort gerade junge, leistungsfähige Menschen fehlen, weil sie diese partout auf Dauer in Deutschland haben wollen. Ihre thematische Verbindung des Fluchtelendes mit unseren demografischen Problemen ist unredlich. Das gilt, meine Damen und Herren, für Kriegsgebiete genauso wie für wirtschaftsschwache Länder. Daher muss, soweit es die Sicherheitslage ermöglicht, der Bleibe- und Wiederaufbauwille der Menschen in den betroffenen Gebieten gestärkt und eine spätere Rückkehrbereitschaft der bereits Geflüchteten erhöht werden. Das gilt gerade auch für den großen Teil der syrischen Flüchtlinge im Libanon, in Jordanien oder der Türkei. Hier müssen wir vernünftige Bedingungen schaffen. Meine Damen und Herren, 1000 Kalorien pro Tag
und 14 Dollar pro Monat für einen Flüchtling sind absolut unzureichend. Da sind wir uns doch einig. Das Problem muss aber von der Staatengemeinschaft menschenrechtskonform vor Ort und nicht durch Sekundärmigration nach Deutschland gelöst werden. Humanitäre Hilfe in ihrer traditionellen Definition reicht für die Bekämpfung von Fluchtursachen nicht aus. Neben der klassischen humanitären Hilfe brauchen wir Hilfe für Humanität durch Bildung und Kultur. Über 80% der hier ankommenden Flüchtlinge kommen nicht direkt aus den Krisengebieten, sondern aus primären Zufluchtsregionen, aus den Flüchtlingslagern der umgebenden Länder. Es sind sekundäre Wanderbewegungen, die entstehen, wenn die Menschen ihre Lebenssituation vor Ort als nicht mehr tragbar empfinden. Es muss die allererste Pflicht der gesamten Staatengemeinschaft sein, die notwendigsten Bedürfnisse der Menschen in den Flüchtlingslagern, etwa in Jordanien, der Türkei und dem Libanon, zu decken, ausreichend Nahrung, Schlafplätze und ärztliche Versorgung zu sichern. Gleich danach sind es aber auch Bildungsangebote, meine Damen und Herren, die für die oftmals traumatisierten Menschen eine Hilfe sind. Sie schaffen Zukunftsperspektiven und bessere Ausgangsvoraussetzungen für einen Neustart in den Heimatregionen. Kulturelle Angebote können daneben die Auswirkungen von Flucht und Vertreibung lindern und eine große Hilfe sein. Fluchtursachen und Sekundärmigration bekämpfen heißt Perspektiven vor Ort schaffen. Der Zugang zu Bildung legt hierbei den Grundstein für den Erfolg dieser Strategie. In herkömmlichen Schulen und in temporären Schuleinrichtungen in der Türkei werden derzeit rund 265.000 syrische Flüchtlingskinder beschult. Bis zum Ende des laufenden Schuljahres strebt die Türkei sogar eine Erhöhung dieser Kapazität auf insgesamt 450.000 Schüler an. Das ist eine starke Leistung und dafür gebührt der Türkei eine große Anerkennung. Klar ist aber auch, dass die Türkei, wie auch Jordanien oder der Libanon, diese Aufgabe nicht alleine stemmen können. In sehr kurzer Zeit werden eine viel größere Anzahl neuer Schulen und neuer Lehrer gebraucht. Bei 450.000 zu beschulenden Kindern komme ich schnell auf einen geschätzten Bedarf von 20.000 weiterer Stellen. Im Zuge des Migrationsdialoges mit der Türkei wurde deshalb zu Recht der kurz- und mittelfristigen Hilfe bei Schulaus- und Weiterbildung eine hohe Priorität eingeräumt. Bereits jetzt sorgt die Bundesregierung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit unter anderem im Libanon für die Weiterbildung von 500 Mitarbeitern staatlicher Schulbehörden. Im Irak werden Schulen für 2.900 Schüler neu errichtet. Kapazitäten für weitere 2.500 werden derzeit gebaut. In Jordanien geben wir Millionen für Projekte der beruflichen Bildung aus. Insgesamt stellt das BMZ im Libanon, in Jordanien, den palästinensischen Gebieten, der Türkei und im Irak Bildungsangebote für weit über eine halbe Million Kinder bereit. Hier gebührt Bundesminister Gerd Müller ganz besonderer Dank. Es mag zwischen den politischen Parteien unterschiedliche Ansätze und Strategien zur Fluchtursachenbekämpfung geben. Doch ohne außen- und entwicklungspolitische Bildungsarbeit geht es nicht. Bei einigen ist diese Erkenntnis offenbar noch nicht angekommen. Das Wort Bildung kommt weder im Antrag der Linken noch im Antrag der Grünen auch nur ein einziges Mal vor. Wie wollen Sie denn Fluchtursachen bekämpfen, ohne den Grundstein für ein einigermaßen erfolgreiches, selbstbestimmtes Leben ganzer Generationen in oder nahe der Heimat zu legen? Wie wollen Sie verhindern, dass Islamisten das Bildungsvakuum nutzen, um ihre menschenverachtende Ideologie in die Köpfe der Jugend zu pflanzen und so immer wieder von Neuem Flucht und Vertreibung durch Terror und Gewalt auszulösen? Nicht nur Kindern, auch Jugendlichen und Erwachsenen wird durch Krieg und Terror ein großer Teil ihrer Chancen im Leben verbaut. Wir müssen durch die eben beschriebenen Maßnahmen neue Chancen und Bleibeperspektiven in den heimatnahen Regionen schaffen. Nur so können Fluchtursachen tatsächlich bekämpft werden. Danke. Die Rede von Bernd Fabricius war das für die CDU-CSU-Fraktion. Weiter geht es in dieser Debatte mit Sevin Dardelen für die Linksfraktion. Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, die Bundesregierung redet viel davon,
die Fluchtursachen zu bekämpfen. Wenn wir uns aber anschauen, was sie wirklich tut, muss man feststellen, es geht der Union, leider eben aber auch der SPD, allein um die Einschränkung von Fluchtmöglichkeiten. Wo es eine Landgrenze gibt, wie zwischen Griechenland und der Türkei, werden auch auf Wunsch der Bundesregierung regelrechte Sperranlagen gebaut oder die bestehenden werden erhöht. Und mit ihren militärischen Maßnahmen auf See werden Flüchtlinge gezwungen, immer gefährlichere und damit auch tödlichere Wege in Kauf zu nehmen, meine Damen und Herren. Und deshalb ist auch die gestrige Rede der Bundeskanzlerin, dass Abschottungspolitik keinen Platz im 21. Jahrhundert habe, ist schlicht die Unwahrheit. Es ist unehrlich von ihr. Und deshalb sagen wir Linke auch, bekämpfen Sie tatsächlich die Fluchtursachen, nicht die Flüchtlinge und auch nicht die Fluchtmöglichkeiten. Hören Sie auf mit Ihrem Festungsbau und versuchen Sie auch nicht, den Leuten einzureden, dass mit Abschiebungen von Roma in das Kosovo oder von Kriegsflüchtlingen nach Afghanistan mitten im Winter das Problem sich lösen würde. Das ist eine menschenverachtende Abschiebepolitik, meine Damen und Herren. Und sie soll suggerieren eben, dass dadurch weniger Flüchtlinge nach Deutschland oder Europa kommen würden. Aber auch das stimmt eben nicht. Und das wissen Sie. Deshalb ist es eben auch eine menschenrechtliche Bankrotterklärung. Die Bundesregierung redet viel von der Bekämpfung von Fluchtursachen und schafft allein durch ihre militärische Außenpolitik jeden Tag neue. Sie liefern weiter Waffen an das saudische Königreich, die im Jemen bombardieren, mit verheerenden Folgen für die Zivilbevölkerung. Und sie haben damit Deutschland indirekt auch zur Kriegspartei im Jemen gemacht. Und ich sage Ihnen, Sie tragen auch mit Verantwortung dafür, dass die 5 Millionen Binnenflüchtlinge in Jemen, die es jetzt schon gibt, wenn die sich aufgrund dieses Krieges eben auch auf dem Weg nach Europa machen. Und deshalb müssen Sie endlich aufhören, diese Diktaturen am Golf, wie Saudi-Arabien, die Emirate oder auch Katar, mit Waffen zu beliefern, die mit diesen Waffen eben Kriege führen in der Region. Beenden Sie auch Ihre Politik des Sturzes von unliebsamen Regierungen an der Seite der USA. Das schafft jeden Tag wieder Fluchtgründe wie ihre Rüstungsexporte in der Region. Und ich finde, wer Fluchtursachen nämlich bekämpfen möchte, ernsthaft und seriös, also das Gegenteil von dem, was Sie machen, der muss sich für eine friedliche Wende in der Außenpolitik einsetzen. Sonst ist alles nur Gerede, um die Öffentlichkeit hinters Licht zu führen. Dazu passt nämlich auch, während wir hier debattieren, lässt der türkische Präsident Erdogan, Ihr Partner, im Osten der Türkei Panzer auffahren, meine Damen und Herren. Ganze Regionen werden dort belagert. Es gibt Ausgangssperren. Ich habe mit der Oberbürgermeisterin der Abgesetzten von der Zentralregierung, der abgesetzten Oberbürgermeisterin Leyla Imlet, die eigentlich aus Deutschland kommt, in Cizre telefoniert. Sie sagt, wir haben Angst, dort lebend rauszukommen. Das macht Ihr Präsident Erdogan, dieser Präsident, der seit Jahren den IS und andere islamistische Terrormilizen mit Waffen beliefert, wie die Ahrar al-Sham in Syrien. Das wissen Sie. Und was macht die Bundesregierung? Erdogan führt einen Krieg gegen die kurdische Zivilbevölkerung. Sie schließen mit diesem Mann einen Pakt zur Flüchtlingsabwehr, der jeden Tag aufs Neue Menschen dazu zwingt, ihre Heimat zu verlassen. Sie schließen einen Pakt mit diesem Mann, der Flüchtlinge nach Syrien und Irak wieder zurück abschiebt und in Haftlager sperrt. Ich finde, das zeigt nur, dass Sie gar keinen moralischen Kompass mehr haben, meine Damen und Herren. Das ist einfach nur noch beschämend und schändlich, diese Politik. Und jeder vernünftige Mensch muss gegen diese Politik aufstehen. Und ich bitte Sie nur eins am Schluss. Wenn am Ende infolge Ihrer Politik Tausende vor dem Krieg in der Türkei fliehen, vergießen Sie keine Krokodilstränen, dass die Flüchtlinge nach Deutschland kommen, denn mit der Unterstützung von Ihnen für Erdogan haben Sie selbst mit auf die Kurden angelegt, meine Damen und Herren. Das müssen Sie mitnehmen. Soweit Sevim Dardelen für die Linksfraktion. Nächster Redner ist jetzt für die SPD-Fraktion der Abgeordnete Karamba Diaby.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Dagalin, wenn man Sie zuhört, man hat den Eindruck, in diesem Land haben alle geschlafen, nur Sie waren wach. Also es hat sich so viel bewegt in diesem Bereich. Die Außenpolitik alleine der Bundesregierung hätten Sie zumindest mit einem Satz erwähnen sollen. Aber Sie tun so, ob alles schlimm wäre. Das ist nicht fair und ich finde, das gehört wirklich nicht zu einer anständigen Politik. Weltweit sind 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Zahl hat sich in unsere Köpfe regelrecht eingebrannt. Denn kein anderes Thema hat unsere Arbeit in den letzten Monaten mehr bestimmt als das Thema Flucht. Über 1 Million Geflüchtete wurden alleine in unserem Land registriert. Das zeigt, die globalen Krisen klopfen an unsere Haustür. Es ist deshalb richtig, dass wir stärker für das Thema Bekämpfung von Fluchtursachen etwas machen. Die Gründe für die Flucht sind bekanntlich vielfältig. Bürgerkriege, Terror, Menschenrechtsverletzungen, Vertreibungen und von Menschen und viele andere. Ebenso sind extreme Armut und Knappheit von Ressourcen Ursachen von Flucht. Relativ neu hinzugekommen ist das Thema Klimawandel mit seinen Auswirkungen, extreme Trockenheit, Überschwemmungen und nicht zuletzt Anstieg des Meeresspiegels. Wir müssen uns der Tatsache bewusst sein, solange es ein starkes wirtschaftliches Gefälle zwischen den Ländern des globalen Norden und des Südens gibt, wird es auch immer Menschen geben, die sich auf dem Weg in eine bessere Zukunft machen. Mit anderen Worten, auch die besten Maßnahmen zur Bekämpfung von Fluchtursachen werden nur wenig bewirken, wenn es uns nicht gelingt, die extreme Ungleichheit zwischen den Regionen dieser Welt abzumildern. Das heißt im Klartext, meine Damen und Herren, Folgendes. Ob in Freihandelsabkommen, in bilateralen Handelsverträgen, Fischereiabkommen, zum Beispiel mit dem Land, in dem ich aufgewachsen bin, Senegal zum Beispiel, das weiß ich vor Ort. Wir haben Verantwortung, darauf zu achten, dass die Bedingungen für alle fair sind. Sonst wird es auch künftig viele Menschen geben, die ihrem Land den Rücken kehren. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich momentan zu Recht besonders auf Syrien und den Nahosten. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Krisen in einigen Staaten Afrikas und Sahara nach wie vor viele Menschen zur Flucht zwingen. In Mali, Demokratische Republik Kongo, Sudan, Südsudan, Somalia, Zentralafrikanische Republik. Aus diesen Ländern sind aktuell 12 Millionen Binnenflüchtige unterwegs. Verschlechtert sich die Lage vor Ort weiter, wird es auch mehr Menschen geben, die aus diesen Regionen fliehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen und der Linken, Ihre Anträge sind ein guter Anlass, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, dass wir diskutieren. Aber mehr auch nicht. Sie verkennen, dass die Bundesregierung bereits intensiv dabei ist, auf die schwierigen Fragen Antworten zu finden. Ich hatte ja schon bereits erwähnt, die Aktivitäten unseres Außenministers. Lieber Claudia Roth, ich bin enttäuscht, dass nicht mal auch Sie das erwähnt hätten. Denn man muss erst mal die Erfolge auch feststellen. Das ist auch nicht erfolgt. In Ihrem Antrag sehen wir auch keine Spur davon. Das finde ich schade, denn nur so können wir weiter fortfahren in diesem Prozess. Ja. Ich denke auch, dass eine Zusammenarbeit mit den Ländern auf Augenhöhe wichtig ist, denn die Herkunfts- und Transitländer der Fluchtbewegungen müssen in einem gleichberechtigten Dialog eingebunden sein. Die diplomatischen Bemühungen unseres Außenministers Frank-Walter Steinmeier und der Valletta-Gipfel zeigen deutlich, wir brauchen den Dreiklang, eine kluge Diplomatie, gemeinsame Sicherheitspolitik und zielgerichtete Entwicklungspolitik.
Nur so können wir die Ursachen von Flucht nachhaltig bekämpfen. Wir sind sicherlich unterschiedlicher Meinung bei der Bewertung der Ergebnisse von Valletta, aber das ist auch okay so. Valletta gibt für uns erste Antwort. Es wurden ein Aktionsplan und ein Treuhandfonds für Afrika beschlossen. 1,8 Milliarden Euro stehen zur Verfügung. Der Fonds soll helfen, den Menschen vor Ort eine wirtschaftliche Perspektive zu bieten. Sie sollen in ihren beruflichen und unternehmerischen Entwicklung unterstützt werden. Dazu gehören unter anderem Unterstützung von Projekten zur Sicherung von Nahrung, Gesundheit und Bildung. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag, um grundlegende Menschenrechte sicherzustellen. Stärkere Förderung von Studien oder Studierenden und wissenschaftlichen Austausch, das ist ein weiterer Punkt, und dieser Punkt ist mir als Bildungspolitiker auch sehr wichtig. Und nicht zuletzt die Förderung des Ausbaus von Staats- und Verwaltungsstrukturen. Das sind die Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder, meine Damen und Herren, und das ist auch wichtig. Frau Präsidentin, ich komme langsam zu Ende. Nun ist die EU gefordert. Geld und Taten müssen folgen, denn das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen alles tun, alles Menschenwürdiges tun, um die Kriegsregionen zu stabilisieren und die wirtschaftliche Ungleichheit beizumindern. Der Valletta-Gipfel fand erstmals in dieser Form statt. Das verdeutlicht erstens, wie angespannte Lage ist, und zweitens, dass Europa und Afrika aufeinander angewiesen sind. Lassen Sie uns gemeinsam die Perspektive fordern und Perspektivwechsel fordern und für eine faire Zusammenarbeit mit den Ländern und auf Augenhöhe. Dankeschön. Die Rede von Karamba Diaby für die SPD-Fraktion. Weiter geht es jetzt mit Claudia Lücking-Michel für die CDU. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Viele von Ihnen kennen bestimmt den BBC-Spielfilm Der Marsch von 1990. Er zeigt ein beklemmendes Szenario. Er erzählt von einer Gruppe hungernder Afrikaner, die sich auf die Flucht aufmachen nach Europa. Die Verantwortlichen in Brüssel sind hilflos und der Anführer des Marsches verkündet seine Botschaft in Richtung Europa. Er sagt, wir werden sowieso sterben, aber wir wollen, dass ihr uns dabei zuseht. Als die Afrikaner schließlich mit ihren Booten die spanische Küste erreichen, treffen sie auf schwer bewaffnete Soldaten. Sie sind angekommen in der Festung Europa. Soweit der Film. Heute ist Flüchtling Wort des Jahres. Der Film von 1990 könnte ein Beitrag in den Tagesschauen von 2015 sein. Und das Anliegen, man wolle und man müsse Fluchtursachen bekämpfen, ist zu Recht in aller Munde. Wenn Sie allerdings einen Antrag unter dem Titel Fluchtursachen statt Flüchtlinge bekämpfen, bei aller Liebe, das fand ich ziemlich unverfroren. Sie tun so, als ob das Wirklichkeit in unserem Land widerspiegeln würde. Was sagt die Kanzlerin und was bestimmt ihre Politik? Was ist Richtschnur des Handelns dieser Bundesregierung? Es kommen keine Menschenmassen, sondern es kommen einzelne Menschen zu uns. Und was bestimmt die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land? Jeden Tag treffen die Flüchtlinge auf großes Mitgefühl, Hilfsbereitschaft. Die Kommunen, die Kirchen und viele, viele Ehrenamtlichen leisten unter schwierigsten Bedingungen Herausragendes. Und Sie sprechen im Antragstitel davon, dass man Flüchtlinge hier bekämpft. Da habe ich mich gefragt, wo leben Sie eigentlich? Aber lassen Sie uns reden über die Gründe für die Flucht. Wir haben da schon viel zugehört jetzt heute Mittag. Und wir haben gemerkt, dass es ganz unterschiedliche strukturierte Gründe gibt. Kriege, militärische Konflikte, Menschenrechtsverfolgung, eine Gruppe von Gründen. Die zweite Gruppe, Folgen des Klimawandels, Überschwemmungen und Dürre. Eine dritte Gruppe, strukturelle Ursachen, schlechtes Regierungshandeln, Armut, Ressourcenknappheit, wo Verantwortlichen die Eliten vor Ort versagen. Und ja, da haben Sie recht, eine weitere Gruppe von Ursachen ist auch begründet in den Folgen der globalen Handelspolitik
Und da tragen wir Mitverantwortung. Und wenn wir jetzt darüber reden, wie man den Ursachen bekämpfen soll, dann gehört es eigentlich dazu, dass man auf diese unterschiedlich angelegten Ursachen auch mit unterschiedlichen Antworten und Strategien reagiert. Aber eines gilt aus meiner Sicht sicher und immer: Wer nachhaltig und sinnvoll Fluchtursachen bekämpfen will, der muss gute Entwicklungspolitik machen, und zwar immer und nicht nur in Krisenjahren. Und auch das ist zum Glück Richtschnur der Bundesregierung. Wir haben viel gehört heute Mittag von dem, was nicht gut läuft. Aber lassen Sie mich auch mal mit einigen Zahlen zeigen, was tatsächlich läuft. Wir haben den höchsten Etat in der Geschichte des BMZ, die höchste Steigerung der Oder-Mittel. Wir zeigen hier eine Prioritätensetzung, in dem deutlich wird, es geht darum zu investieren in wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung vor Ort, um möglich zu machen Perspektiven für die Menschen in den Krisengebieten. Die gesamte Entwicklungszusammenarbeit mit einem Etat von jetzt 7,4 Milliarden Euro für 2016 arbeitet in diesem Sinne am Erhalt von Lebensperspektiven und an der Schaffung von Zukunftsperspektiven. Mehr als 1 Milliarde stellt das BMZ allein für direkte Flüchtlingshilfe zur Verfügung. Der Großteil geht in die Nachbarländer Syriens und Afrika, nach Afrika. Mehr als 12 Milliarden werden dann insgesamt voraussichtlich in dieser Legislaturperiode in strukturelle Fluchtursachenbekämpfung angelegt worden sein. Und Geld ist nicht allein alles, aber ohne Geld geht nichts, geht es auch nicht. Wir brauchen auch zusätzlich gute Konzepte. Es war sehr vorausschauend von unserem Bundesentwicklungsminister, schon sehr früh 3 Sonderinitiativen anzulegen und da Fluchtursachenbekämpfung als ein Titel prominent zu benennen. Aber wir haben es gehört, es kommt auch darauf an, langfristiger zu handeln. Und dafür dient zum Beispiel ein Infrastrukturprogramm in Nahost, in Nordafrika, Westafrika und der Ukraine mit weiteren 1,7 Milliarden Euro. Sonderprogramm Gesundheit in Afrika mit 55 Millionen Euro und insgesamt weitere 600 Millionen Euro bis 2019 für Entwicklung des Gesundheitssystems in Afrika. Wir haben gehört schon mehrfach, Klima- und Entwicklungspolitik hängen zusammen. Natürlich, das brauche ich hier nicht weiter zu entwickeln, das kennen wir alle. Deshalb finanziert das BMZ den Großteil der in Paris vereinbarten Verdopplung der Klimafinanzierung auf 4 Milliarden Euro jährlich bis 2020. Und ich habe es deutlich gemacht, zu all diesem finanziellen Einsatz bedarf es dann auch guter entwicklungspolitischer Konzepte. Und auch da hat das BMZ und haben wir aktuell vieles zu bieten. Wer unterschiedliche Ursachengruppen benennt und damit auf unterschiedlichen Ebenen reagieren will, der kommt dann auch zu internationaler Verantwortung, zu Handelsfragen und weiterem. Wenn ich aber angesichts all dieser Anstrengungen den Antrag der Linken mir dann ansehe und sehe, dass sie eigentlich nichts Besseres zu tun haben als die Abscheu gegen die USA und die grundsätzliche Ablehnung gegenüber TTIP relativ undifferenziert in einen großen Textblock zu verrühren, dann muss ich sagen, das ist mir doch sehr ideologisch weltanschaulich geprägtes Mischmasch. Meine Damen und Herren, die überwältigende Mehrheit der Flüchtlinge sucht dann Schutz in Nachbarländern. 90% von ihnen landen wieder in Staaten, die ihrerseits instabil sind. Und ein weiterer großer Block der Maßnahmen, den könnte man eigentlich am besten unter den Titel stellen Fluchtfolgenbekämpfung. Denn es kommt darauf an, die Situation in den Flüchtlingslagern der direkten Nachbarstaaten von Syrien und dem Irak zu verbessern und, ganz wichtig, auch die Lage in den Staaten insgesamt zu stabilisieren. Auch hier ist das BMZ nicht untätig. Es entstehen Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Wir haben über die Bedeutung von Bildung insgesamt gerade schon einiges gehört. Wir können verweisen auf die Versorgung mit Trinkwasser, Abwasser, Infrastrukturmaßnahmen, mit Schul- oder Beschulungsmöglichkeiten für Kinder oder auch für die Tatsache, dass bis zu schon mindestens 15.000 Menschen im Irak
auch wieder nachhaltig in Beschäftigungsstrukturen gekommen sind und eine Chance haben, für sich selber zu sorgen. Hier entstehen neue Lebensperspektiven. Aber während wir über Infrastrukturmaßnahmen und Bildung für Flüchtlinge in den Lagern reden, da stimme ich den Anträgen vollkommen zu, herrscht dort Hunger, weil das World Food Programm nicht ausreichend finanziert ist. Das ist zugegebenermaßen ein echter Skandal. Es ist gut, dass die Bundesregierung ihren Anteil übernommen hat. Und es ist auch gut, dass die Bundeskanzlerin jetzt gerade mit dem britischen Premier David Cameron sich in Brüssel dafür einsetzen will, die finanziellen Mittel für die Flüchtlingshilfe insgesamt wieder aufzustocken. Meine Damen und Herren, im Film Der Marsch bleibt das weitere Schicksal der Afrikaner am Ende offen. Die letzte Szene, die Gewehre der europäischen Soldaten richten sich auf die Ankömmlinge. Und in der Realität? Der Bundesentwicklungsminister hat uns zugesagt, die so wichtigen Sonderinitiativen gegen Fluchtursachen zu verstetigen. Er hat deutlich gemacht, dass es eine Politik der Abschottung nicht geben darf und sie auch nicht sinnvoll und effektiv sein kann. Und es ist noch mal zu betonen, die Basis für die Bekämpfung von Fluchtursachen ist, dass wir insgesamt uns global für mehr Gerechtigkeit einsetzen. Auch wenn jetzt Weihnachten vor der Tür steht, die Zeiten, als Wünschen noch geholfen hat, sind vorbei. Aber weil Weihnachten vor der Tür steht, soll der Hinweis zum Schluss erlaubt sein, dass es zwar nicht in unserer Macht steht, alle Probleme der Welt zu lösen, aber wir verantwortlich sind, alles zu tun, was in unserer Macht steht. Vielen Dank. Claudia Lücking-Michel war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nächster und letzter Redner in dieser Debatte zum Thema Fluchtursachen bekämpfen ist Sascha Rabe für die SPD. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es ist heute schon oft angesprochen worden, dass neben Krieg, Bürgerkrieg, vor allem auch Hunger und Armut die Menschen dazu zwingen, oft ihre Familien zu verlassen, meistens in benachbarten, noch ärmeren oder auch armen Entwicklungsländern unterzukommen, aber eben auch zum Teil ihr Leben riskieren, um nach Europa zu reisen. Und zu reisen ist noch zu schön ausgedrückt, um ihr Leben zu riskieren in elenden Schlauchbooten und von kriminellen Schleppern. Wir haben als Entwicklungspolitiker schon vor vielen, vielen Jahren gesagt und gefordert, dass wir mehr Mittel investieren müssen, um Menschen Zukunftsperspektiven in ihren eigenen Ländern bereitzustellen. Und es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das heißt, die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt. Und deswegen sage ich, es wäre sicherlich gut und richtig gewesen, wir hätten die 0,7% für Entwicklungszusammenarbeit, wie versprochen, schon längst erreicht. Hätte man auf uns gehört, wäre uns, glaube ich, wirklich viel Flüchtlingselend auch erspart geblieben. Das können wir Entwicklungspolitiker uns auch mal selbstbewusst hier sagen. Aber der Blick zurück hilft natürlich nicht. Und deswegen ist es gut, dass jetzt endlich auch Konsequenzen gezogen worden sind und wir jetzt mit fast 1,6 Milliarden Aufwuchs im nächsten Jahr für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit den nächsten Baum pflanzen. Das wird alles immer ein bisschen Zeit brauchen. Entwicklungszusammenarbeit ist keine Feuerwehr, die nur einen Brand schnell löscht, sondern wir legen langfristig eben Grundlagen für Perspektiven. Aber ich glaube, es ist gut, wenn jetzt alle sich einig sind, dass hier mehr getan werden muss. Es ist aber nicht nur eine Frage des Geldes, sondern es ist auch eine Frage von gerechtem und fairem Handel. Und der Kollege von der Union, der ja, hat seine 2 Minuten Fernsehauftritt gehabt, ist jetzt nicht mehr da, der vorhin gesagt hat, dass die Konfliktmineralien ja im Kongo, dass das nicht das Problem sei, dass dort, dass man da keine Zertifizierungen bräuchte. Also ich glaube, das erzählt er im Ausschuss auch immer, da hat er viel falsch verstanden. Wir haben 125 Bischöfe weltweit von Meserior und eindringliche Appelle, dass im Kongo eben dort in den Minen Kinder schuften müssen, Kinder als Soldaten versklavt werden, damit in unseren Smartphones und Handys dort die Mineralien auf unseren Markt kommen. Und ich sage, es kann nicht sein, dass hier an unseren Handys Blut klebt. Wir müssen klar dafür sorgen, dass das aufhört, sehr verehrte Damen und Herren.
Und wir haben auch oft schon in diesem Hause zum Beispiel über die Arbeitsbedingungen der Textilindustrie gesprochen, die Näherinnen in Bangladesch, die dort zu Tode gekommen sind bei Fabrikeinstürzen. Und da hat unsere Handelsabkommen natürlich spielen eine große Rolle. Denn die Frage der guten Regierungsführung, wie man die gegenüber Entwicklungsländern und den Regierungen durchsetzen kann, die ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich bin froh, dass das im Antrag der Grünen wenigstens auftaucht. Bei den Linken wird das ganz ausgeblendet, dass natürlich auch gute Regierungsführung eine wesentliche Sache ist, damit dort vor Ort gerechte und gute Lebensbedingungen herrschen und Zukunftsperspektiven sind. Wenn wie in Bangladesch ein Großteil der Regierung des Parlaments mit der Textilindustrie im wahrsten Sinne des Wortes verwoben sind, dann hat es nur geholfen, dass die EU und die USA am Ende auch angedroht haben, die Zollfreiheit für die Produkte zumindest angedroht haben, das zu stoppen. Und dann auf einmal sind die in Gänge gekommen, haben auf einmal Gebäudesicherheit kontrolliert und diese ganzen Sachen gemacht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in den Handelsabkommen darauf achten, die wir jetzt abschließen, von TTIP angefangen über CETA bis aber auch über die Abkommen, die wir jetzt mit Indien abschließen, dass wir sagen, menschenrechtliche, ökologische und soziale Standards, wie zum Beispiel alle 8 ILO-Kernarbeitsnormen, die Arbeitnehmerrechte, die sind für uns Voraussetzung, dass hier nach Europa Produkte zu uns reinkommen. Denn es kann doch nicht sein, dass wir das immer nur von technischen Standards abhängig machen, ob die Blinkerfarbe die richtige ist, die Schraube die richtige Größe oder die Banane, sondern genauso wichtig ist doch, dass wir schauen müssen, wie sind die Produkte hergestellt worden. Das muss ohne Kinderarbeit sein, das muss mit fairer und guter Bezahlung sein und das darf nicht auf dem Rücken, auf der Ausbeutung von der Umwelt und von den Arbeitern dort geschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und an der Stelle sage ich auch, wenn wir da was ändern wollen und wir wissen, dass der Handel, wie er jetzt ist, nun mal nicht fair ist, liebe Kollegen von den Linken, da muss man natürlich auch die Chancen nutzen, die sich jetzt in diesen Handelsabkommen bieten, um Globalisierung gerecht zu gestalten. Wir ziehen rote Linien und wir haben das auf dem Parteitag gemacht. Wir haben nicht gesagt, wir stimmen TTIP oder CETA zu, sondern wir haben gesagt, nur dann, wenn das wirklich dazu hilft, dass auch überall auf der Welt die Arbeitnehmerrechte, Menschenrechte und Umweltschutz durchgehen, dann stimmen wir dem zu. Wir ziehen rote Linien, Sie ziehen Gräben, die keinen Spielraum für einen erfolgreichen Abschluss lassen. Und ich sage vielleicht, ja, weil Sie jetzt mir schon wieder sprechen, ich versuche es mal so zu sagen, dass Sie es verstehen, liebe Kollegen von den Linken. Dass Sie es jetzt verstehen, die Globalisierung in Ihrem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Wer jetzt die Chancen nicht nutzt, sie gerecht zu gestalten, dem bestraft die Zukunft. Und das ist genau der Punkt, wo Sie mal drüber nachdenken müssen. Es reicht nicht zu sagen, alle Handelsabkommen einfach von vornherein abzulehnen, sondern ich muss doch auch als Politiker den Anspruch haben, die Globalisierung zu gestalten, gerecht zu gestalten. Und wenn ich das mit fairem Handel schaffe, dann sage ich, wir brauchen Fairhandel statt Freihandel. Wir brauchen diesen Fairhandel und wir können nicht immer vor allem die Augen verschließen, so tun, wenn alles so bleibt, wie es ist, lege ich mich mit gutem Gewissen ins Bett und habe mir dort die Arbeit leicht gemacht. Und zum Abschluss möchte ich Sie auch auf ein Beispiel noch hinweisen. Wenn Sie jetzt zu Weihnachten gerne Schokolade verschenken, die Süßigkeiten, denken Sie auch daran, 2,3 Millionen Kinder arbeiten auf Kakaoplantagen in Ghana und der Elfenbeinküste. Die Schokoladenpreise sind gleich geblieben die letzten 20, 30 Jahre. Das ist auch ein Skandal. Und wir müssen dann auch bei den Abkommen, zum Beispiel mit Westafrika, natürlich auch dafür sorgen, dass nicht mehr Schokolade mit Kinderarbeit hier bei uns reinkommt, dass endlich dort die Arbeitsbedingungen gerecht gestaltet werden. Denn Weihnachten soll das Fest der Kinder sein und nicht der Kinderarbeit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schon allen heute faire Weihnachten, ein gutes, neues, friedliches Jahr. Danke.